Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Kanal. Ich bin immer noch in Taiwan unterwegs und wir besuchen heute mal einen lokalen Fischladen hier. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen ganz schön lang, sondern gehen erstmal rein und schauen uns mal ein bisschen da drin um. Erstmal sagen wir Hallo. Hi, hallo. Nice to meet you. So, das sind die beiden Besitzer und ja, wir gehen einfach mal eine Runde hier spazieren. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Laden an. Also, hier haben wir den Kampffischblock. Der Andreas kriegt übrigens gerade wieder das Briefing, das kennt ihr ja schon aus den anderen Videos und gibt euch dann so ein paar Hintergrundinformationen nochmal im Anschluss, nachdem ich hier einmal durchgelaufen bin mit euch. Hier haben wir ziemlich viel Plastikdeko. Was mir aufgefallen ist, hier gibt es überhaupt kein Hardscape irgendwie. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind hier diese Wurzeln hier unten drin, die schon vorgewässert werden. Und das war's eigentlich. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil in Taiwan die meisten Aquarien von den Leuten zu Hause so aussehen wie das hier oben. Einfach ein leeres Aquarium mit Fischen drin. Weil, ja, wie gesagt, andere Länder, andere Sitten. Und die legen halt eher den Fokus ja, auf einen großen, schönen Arowana in ihrem Zuhause, statt auf ein schön eingerichtetes Aquascape-Aquarium, wie wir es bei uns zu Hause kennen. Aber Aquascaping ist auch nicht ganz ausgeschlossen, wie man hier sieht. Das sind zwei schön eingerichtete Becken. Gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Vor allem das obere hier mit dem Moos. Sieht super aus. Ja, hier haben wir dann den Garnelenblock, glaube ich. Die züchten ja auch Garnelen. Wir werden auch gleich nochmal nach oben gehen, weil hier in dem Haus sind oben nochmal Zuchträume, so wie ich das verstanden habe. Schauen wir uns aber dann gleich im Anschluss auch nochmal an. Hier schöne Sakura sind es, glaube ich. Ja, hier haben wir eine kleine Wasserpflanzenabteilung. Mir wurde gesagt, dass die hier ziemliche Probleme haben mit der Qualität der Wasserpflanzen, weil sie einfach zu warm ist. Kann man ja nachvollziehen. Es sind jetzt schon wieder, glaube ich, 28 Grad und wir haben gerade mal 11 Uhr. Ja, hier unten sind noch ein paar Anubias. Hier haben wir ein paar Schildkröten am Start. Hier eine riesige Schildkröte, die gerade hier in der Sonne chillt. Na, wie geht's dir? Möchtest du was sagen? Hallo? Nee, möchte nichts sagen. Ja, dann haben wir hier, das dürfte der Kaltwasserbereich sein, denke ich mal. Auch mit ein paar, ich glaube, das sind Butterfly-Kois hier. Sieht auch schön aus. Ja, hier hinten haben wir dann den Technikbereich. Wir haben hier einiges an Rucksackfiltern. Das ist eine sehr, sehr große Auswahl. Ich wünschte, wir hätten so eine große Auswahl in Deutschland bei uns. Ihr wisst ja, ich bin ein echter Fan von diesen Filtern, gerade für kleine Aquarien. Sehr, sehr nice. Ja, hier haben wir noch, was haben wir denn hier? Luftpumpen haben wir hier, eine Futterautomaten. Dann haben wir hier nochmal normale Pumpen, Förderpumpen. Noch mehr Luftpumpen, noch mehr Luftpumpen, noch mehr Luftpumpen. Was haben wir noch? Futter ist hier noch. Ich glaube, dürfte hier regionales Futter sein. Sieht aus wie aus dem Supermarkt für irgendwas, was man selbst essen kann, finde ich. Mit den Garnelen hier schön gewürzt und so weiter und so fort. Ja, nice. Ja, hier unten haben wir auch nochmal Kaltwasserbereich. Dann haben wir hier Wasseraufbereiter. Sehen auch sehr interessant aus. Gegen Nitrifikation. Okay. Ja. Photosynthetikbakterien. Klingt auch interessant. Ja, dann haben wir hier oben noch Filter. Die sehen ein bisschen aus wie JBL-Filter irgendwie. Von Atman. Marke habe ich auch noch nie gehört. Wird wahrscheinlich auch eine regionale Marke hier sein. Keine Ahnung. Dann haben wir von der Firma Azo, die kennt ihr auch aus Deutschland, die haben diese Hang-On-Filter. Wasseraufbereiter dürfte das sein, oder? Ja, müsste Wasseraufbereiter sein. Green Water Treatment. Ah, das ist ein Algenentfernungsmittel. Dann Blackwater. Okay, also wahrscheinlich ein Huminstoffpräparat. Ja, hier neben haben wir dann Ausströmersteine und Wasserwechsel-Equipment. Ah, und CO2-Ausströmer haben wir auch hier. Thermometer. Kennt ihr ja auch so. Eigentlich wie bei uns. Kleinere Auswahl halt. Wie gesagt, hier wird eher der Fokus auf die Fische gelegt. Ja, hier haben wir, wie gesagt, diese Plastikdeko und so ein paar Welshöhlen und Garnelenhöhlen.
Hier unten ist noch Lebendfutter, sehe ich gerade. So Phobas sind hier. Und Mehlwürmer. Und irgendwelche kleinen Frösche. Hilfe. Ja, wie gesagt, hier die Kampffische. Ist in Deutschland nicht üblich, dass sie in so kleinen Dingern gehalten werden. Hier anscheinend aber schon. Ja, dann gehen wir mal weiter zu den Fischen. Hier ist noch Medikamente, sehe ich gerade. Also die haben wahrscheinlich hier noch Medikamente, die bei uns schon verboten sind. Leider. Weil gerade so Ischiomittel und sowas kriegt man hier bei uns eigentlich nichts mehr, was wirklich hilft. Das gibt's halt hier noch. Ja, hier oben haben wir, wie gesagt, der große Arowana. Da habe ich mir sagen lassen, der ist von den Besitzern des Haustiers, der ist schon 15 Jahre hier und auch nicht verkäuflich. Echt schönes Tier. Riesengroß, hat hier auch ein schönes 2000 Liter Aquarium. Ist nice. Ja, hier neben haben wir dann noch ein paar Pac-Man-Frösche. Guten Tag. Hier haben wir noch mal ein bisschen. Hier sind CPOs drin, sehe ich gerade. CPOs und irgendwelche kleinen Krabben. Das dürften eigentlich, glaube ich, die Krabben sein, die wir beim Wildfang gesehen haben. Das Video seht ihr demnächst noch. Das sind so Wollhandkrabben oder sowas. Ich weiß auch nicht genau, wie die heißen. Ja, hier sieht man halt einiges an Fischauswahl. Das sind so ein bisschen raubfischmäßig wahrscheinlich hier. Hier sind Speisegouramis, glaube ich. Eine Albino-Haiwelze. Hier unten haben wir auch einen Lungenfisch. Sieht man auch sehr, sehr selten. Sehr außergewöhnlich. Was das hier ist, weiß ich gar nicht. Auch irgendwas Exotisches auf jeden Fall. Dann haben wir hier... die kennen wir ja. Hier neben auf der Seite haben wir dann Zwergfadenfische. Und ja, hier gibt es natürlich auch Glowfische in Taiwan. Sehr, sehr bunte Fische. Möchte ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wie gesagt, andere Länder, andere Sitten. Ich werde gleich im Anschluss noch mal ein paar Impressionen einblenden von den Fischen hier. Brauchen wir jetzt nicht stark drauf eingehen. Hier ist nochmal ein Arowana. Ich finde die Tiere ja echt richtig schön. Hier unten haben wir so ein kleines Malawi-Becken. Naja, nicht wirklich Malawi-Becken, aber ja, ein Barschbecken. Hier haben wir dann noch ein paar Skalare. Ich habe eben gerade schon gedacht, das wären auch Glowfish-Skalare, aber das liegt, glaube ich, hier an der LED, dass die so krass rot leuchten. Oder? Ja, doch, genau. Das sind auch sehr, sehr fit, die Tiere. Das sind auch wunderschöne Skalarien, die habe ich auch vorher noch nie so wirklich gesehen. Schön schwarz-weiß, also weiß-rauch-schwarz. Ja, hier neben haben wir dann auch wieder Glowfische. Ja, zu dem Thema, was Tierschutz und so weiter und so fort angeht, werden wir euch auch nochmal komplett das Video machen. Ja, hier haben wir nochmal das große Goldfischbecken. Und hier haben wir noch ein paar Aquarien stehen. Das ist ein Weißglas-Aquarium. Das sieht aus wie so ein Dendal-Aquarium. So ähnlich, also mit abgerundeten Ecken. Dann nochmal ein Weißglas-Aquarium. Und hier kriegt man wahrscheinlich diese Komplettsets zu kaufen. Einfach nur mit Kies und Filter und Beleuchtung, sodass man gleich direkt starten kann. Hier unten haben wir Heizer. Okay, das ist schon lustig. Explosionssicher. Aber wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich aus Metall, nicht aus Glas, deswegen steht das da drauf. Hier haben wir auch Soil. Sehr geil. Shrimp Soil. Aquarium Soil. Okay. Filtermaterial sieht ähnlich aus wie Siporax. Jetzt haben wir hier einen Controller für irgendwas. Dürfte ein LED-Controller sein. Ja, ach genau. Und dann habe ich nachgefragt nach diesem Filter hier. Das sieht aus wie der Blumentopffilter von Martins Fische. Ich werde mir, glaube ich, so einen Filter mitnehmen und werde den mal zu Hause ausprobieren. Der sieht sehr interessant aus. Oder? Was meint ihr? Ich muss nur mal gucken, ob das hier mit der Steckerverbindung bei uns funktioniert. Weil die ja nur 110 Watt hier haben. Ja, wir schauen mal. Vielleicht nehme ich mir da einen mit. So, ja. Das sind wir eigentlich schon fast am Ende. Hier vorne sind auch noch ein paar Aquarien, sehe ich gerade. Ein paar Weißglas-Aquarien. Kleine Nano-Cubes. Hier haben wir ein etwas größeres
Die sehen ziemlich ähnlich aus wie die von Juwel, finde ich. Das sind natürlich keine Juwel. Ja, hier oben haben wir Filterratte. Da oben stehen auch nochmal Aquarien, sehe ich gerade. Das Aquarienauswahl haben sie ja eigentlich nur ganz gute, finde ich jetzt. Auch vom Preis her. Also ein Taiwan-Dollar sind 30 Cent. Das sind 800. Ist gar nicht mal so teuer. Ja, jetzt habt ihr mal so eine kleine Tour von mir jetzt kurz gesehen. Andreas kriegt jetzt gerade das Briefing, ist jetzt wahrscheinlich gerade fertig und wird euch jetzt auch im Anschluss nochmal eine kleine Tour geben aus seiner Sicht mit den ganzen Informationen und auch ein bisschen auf die Fische eingehen. Deswegen würde ich sagen, ich übergebe jetzt mal an Andreas und wünsche euch viel Spaß. Deswegen Andreas, ich würde sagen, schießt du mal los. Du hast das Briefing bekommen. Genau, wir fangen einfach mal hier an. Also, wir haben mal so ein bisschen den Deko-Bereich. Hardscape kann man das ja im eigentlichen Sinne nicht nennen, aber naja, man hat halt verschiedene Geschmäcker. Beziehungsweise teilweise auch natürlich zweckdienliche Dekorationen, wie diese kleinen Röhren für die Garnelen oder für die Wälse, die Wälzhöhlen und so weiter und so fort. Alles da. Ananas vom SpongeBob haben wir auch. Echt? Somit sollte nichts schief gehen da hinten. Da ist er. Ja. Ja. Ja, dann haben wir hier oben drüber die Kampffischanlage von Archie selber gebaut. Das Licht ist hier oben in der Röhre drin. Also, sagen wir mal, finde ich einfach eine nette Idee, das so umzusetzen. Man sieht es auch gar nicht unbedingt, wenn es richtig rum ist. Und somit haben die Kampffische schönes Licht. Und das finde ich einfach, aber genial umgesetzt. Also Holzbrett, diese PVC-Röhren, Licht rein, finde ich eine nette, einfache Sache, schöne Präsentation. Dann kommen wir hier zu den Garnelen. Die machen hier 30% des Umsatzes aus von Fisch- und Garnelenspaß oder von Fischspaß und Garnelenspaß. Und zwar wird in einer anderen Etage werden die Tiere selber gezüchtet, zumindest zum Teil, schauen wir uns dann gleich noch an. Und der Archie, der Chef, empfiehlt immer, die Garnelen auf Soll zu halten. Gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen, aber seine Meinung ist, im Verhältnis zu dem, was sie hier machen, immer mit Soll arbeiten. Tolle Tiere, Sascha fängt die dann nochmal ein. Ja, dann kommen wir hier zu den Wasserpflanzen. Die werden auch in Taiwan produziert. Also das sind Pflanzen von hier, die müssen nicht extra importiert werden. Hier haben wir noch ein bisschen was Besonderes. Die Joanne macht hier selber die Wurzeln. Die werden hier im Laden aufgebunden und werden dann an die Kunden weitergegeben. Das macht sie mit Moos. Das macht sie mit den Anubien. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch von zu Hause. Bisschen Seil aufbinden, irgendwann verrottet das Seil und die Pflanze bleibt dann weiterhin drauf. Und auch das Ganze nochmal am Stein. Schöne Sache. Guter Service am Kunden. Die Wurzeln werden vorher eingeweicht und somit bleiben die auch unter Wasser, wenn man sie dann reinmacht. Also da ist auch schon was gesorgt. Dann haben wir hier das, was man bei uns Kaltwasser-Aquaristik nennen würde oder zumindest mal heizungslose Aquaristik, nennen wir es mal so. Hier oben haben wir ein paar Oranda in verschiedenen Sorten. Hier haben wir, genau, das sind wieder so Pearl Scale Orandas. Dann haben wir hier schwarze, rote, rot-weiße, normale Goldfische gibt es auch, Sarasa-Goldfische. Dann haben wir hier so Platinum Butterfly Kois, auch was man eher bei uns so nicht sieht oder wenig sieht. Man hat eher die normalen Koi. Dann haben wir hier so, naja, sieht ein bisschen aus wie Kohaku Butterfly, Gold-Orange Butterfly. Das sind so Platinum-goldene Butterfly. Da kennt ihr euch wahrscheinlich oder der ein oder andere besser aus mit den genauen Bezeichnungen. Ja, dann haben wir hier einen etwas größeren Mix an Butterfly Koi, unter anderem auch schwarze. Schwarze habe ich so auch eher selten gesehen, Sascha. Was meinst du? Ja, habe ich auch noch nicht gesehen bis jetzt. Sieht man eher selten, die silbernen und die gelben. Dann haben wir hier normale Koi, also ohne dieses Butterfly. Übrigens, dieses Butterfly bedeutet Schmetterling. Und Schmetterling deutet auf diese großen Flossen, die die anderen jetzt hatten, hin. Also diese lang ausgezogenen Flossen. Und das sind alles normale Koi, verschiedene Farbformen, was halt hier gern so gehalten wird. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen das Thema gemischte Teichfische, sage ich jetzt mal, oder gemischte Goldfische, Naturformen auch dabei. Und
Dann haben wir hier den Zubehörbereich, LED-Lampen, Folienrückwände, Netze, Luftheberfilter, kennt man ja so mehr oder weniger auch von uns alles. Dann haben wir hier Filterwatte. Ich schätze mal auch eine einheimische Marke, einheimische Herstellung. Davon haben die ohne Ende, also das scheint ein gut laufendes Produkt zu sein. Dann haben wir hier Pickup-Filter, Luftheberfilter, Strömungspumpen, LED-Beleuchtung, Membranpumpen in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier Schildkrötenfutter, Koi-Futter, Goldfischfutter, kleinere Membranpumpen, auch batteriebetriebene Modelle dabei, Ableichkästen. Dann finde ich jetzt persönlich ganz nett, habe ich vorher auch noch nie gesehen, Ultra Fresh von ASO. Das war oder ist eine Marke, die ich gar nicht so kannte. Das war jetzt ein Schildkrötenfutter. Also ich finde A, die Aufmachung nett. Also guckt euch das einfach mal an. Die haben hier die Inhaltsstoffe so ein bisschen versucht abzubilden. Sie haben sie abgebildet wahrscheinlich. Ich kann es jetzt leider auch nicht lesen. Und dann die Körnungsgrößen sind drauf. Hier haben wir nochmal so ein paar Kirschblüten sind das wahrscheinlich drauf. Also ich finde echt schöne Verpackungen. Und sie verfüttern das Futter hier übrigens auch selber. Also sie verfüttern hier nur an die Fische das Ultra Fresh von, ja, wie gesagt, ASO. Auch eine Marke, die man bei uns eher weniger kennt, Sascha, oder? Ja, man kennt es schon von Jupiter Aquaristics, gerade die Hang-On-Filter und... Okay, ja. Also kann man es doch bei uns kriegen. Dann haben wir hier eine sehr regionale Marke. Das wird hier irgendwo regional hergestellt und vertrieben. Ich kann es leider nicht lesen. Also ich vermute, dass es für alle Fische ist, weil sich Leden und Regenbogenfische und so weiter abgebildet sind. Hier haben wir noch eins mit wahrscheinlich für Papageienbuntbarsche. Auch eine ziemlich grobe Körnung. Könnte schon passen. Die sind anscheinend auch ziemlich beliebt. Die haben wir schon oft hier gesehen. Wasseraufbereiter, Futtermittel von hier nochmal. Das ist auch so eine regionale Marke. Ich habe übrigens mal was mitgenommen. Also will einfach mal zu Hause das ausprobieren und mir das als Erinnerung behalten. Ja, weiteres Zubehör wie Netze, Zeitschaltuhren, Ausströmersteine, was man eigentlich aus Deutschland so kennt. Thermometer, CO2-Regulatoren und so weiter. Also eigentlich ist alles da, was wir auch so kennen. Dann geht es hier rüber. Hier haben wir eingerichtete Schaubecken, aus denen, glaube ich, auch kein Verkauf stattfindet. Geht ein bisschen Richtung Aquascaping, hätte ich jetzt gesagt, ja, oder? Also, ja, genau. Also, vielleicht sieht gut aus, ja. Genau. Dann haben wir hier ein paar Wirbellose. Die Cambarellus patzcuense, die CPO, die kennen wir ja von uns auch. Die Krabben dann wieder eher weniger. Dann haben wir hier die coolen Pac-Man-Frösche, die Fressmaschinen, die wir auch schon gesehen haben, nochmal sehen in einem anderen Video. Ja, dann haben wir jetzt hier so ein bisschen das Raritäten-Eck, hätte ich jetzt mal gesagt. Wir haben Myleos, wir haben Pacos, wir haben Engelsantennenwälze, wir haben die Fledermausfische, die Mixozebrinus asiaticus. Ich habe irgendwo Tigerspatelwälze gesehen, Haiwälze, Trophäus dubuisi. Dann haben wir hier die Ringelsöckchen, die Leporinus affanis, Leporinus affinis. Dann haben wir Albino Haiwälze und das müssten Speisegouramis sein, diese Osframenoides. Ich weiß auch nicht mehr. Also auf jeden Fall Speisegouramis. Sind bei uns auch eher selten. Dann haben wir hier so ein paar Raubfische. Da haben wir verschiedene. Ah, da haben wir einen Lungenfisch. Fangen wir vielleicht mal da an. Hier haben wir einen Lungenfisch. Dann haben wir verschiedene Polypterus-Arten und Größen. Ganz am Ende haben wir auch noch ein paar Albinos dabei. Die werden ja auch mittlerweile alle fast nachgezüchtet, diese Arten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch weitestgehend Nachzuchten sind. Ja, dann haben wir auf der gegenüberliegenden Seite, sage ich jetzt mal, ein erweitertes Standardsortiment. Verschiedene Barben, Prachtbarben, Albino-Fransenlipper, die Colisa lalia, die Zwergfadenfische, die wir ja auch von uns kennen. Kupfersammler, dann haben wir Reisfische, also auch in Anführungsstrichen einheimische Arten sind belebt, wobei das eine Zuchtform sein dürfte. Das sind Hypesobrigon amandae, dann die Sternflecksammler. Dann haben wir hier Barben, dann haben wir die Glowfish-Barben, haben wir hier auch in verschiedenen Arten und Farbformen. Dann haben wir
Panzerwelte, Südamerika und Neon, Salmler und Zwergfische. Das ist eigentlich hier so der Bereich. Dann haben wir hier oben das große Schaubecken. Das hat 2000 Liter Inhalt, also eines der größeren Becken, die wir so bis jetzt gesehen haben. Da drin ist ein Arowana, den die Firma, ich glaube, schon 15 Jahre hat oder 10 Jahre, müsste ich mal genau nachfragen. Und den haben sie aufgezogen von 12 cm auf 85 cm, ist also ein Mods-Kamerad. Und der ist nicht zu verkaufen. Er ist das Haustier der Familie und somit unverkäuflich. Dabei haben wir noch ein paar Papageienbuntbarsche. Ich vermute mal, die Goldfische sind eher so Futter für den Arowana. Und wir haben noch ein paar Plecostomus drin zum Sauberhalten. Also das ist das Becken der Familie, wenn man so will. Ja, dann haben wir hier vorne, direkt wenn man reinkommt, ein Noranda-Becken. Da haben wir Löwenköpfchen drin und normale. Dann haben wir hier den Bereich mit den Zichliden. Wir haben süd-mittelamerikanische Zichliden, Zuchtformen und ostafrikanische Zichliden in einem Block. Und obwohl es ja hier so warm ist, werden die Südamerikaner noch beheizt. Also die brauchen noch zusätzlich höhere Temperaturen, als die hier haben. Bei den meisten Fischen müssen sogar eher kühlen, die kriegen sogar noch ein bisschen geheizt auf 28 Grad. Dann haben wir hier die Flowerhorns, die kennen wir so ein bisschen aus Deutschland. Das ist eine Hybridenzuchtform, die entwickelt so einen Stirnbuckel. Ich habe immer gedacht, dass man diese extremen Farben nur mit Hormonen hinbekommt. Da mir ist mehrfach versichert worden, dass es in Taiwan A verboten ist und B auch nicht gemacht wird. Also dass die im Endeffekt normales Futter bekommen mit hohem Beta-Carotin- und Astaxanthin-Gehalt. Das gleiche gilt übrigens für die Papageienbuntbarsche. Die wirken jetzt hier auch nochmal extrem rot, weil sie unter, Sascha, wie heißen die Lampen genau? Ja, das sind farbwiedergebende LEDs, also RGB-LEDs, die die rote Farbe sehr hervorheben. Genau. Kennt Sascha sich besser aus. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Tiere leuchten von alleine regelrecht, wenn man davor steht. Ja, dann haben wir oben im oberen Bereich Arowanas nochmal rot, Natur, Albino. Sascha zeigt euch das dann nochmal. Brauchen wir mal vielleicht eine Leiter oder einen Dritt später. Dann haben wir hier Ostafrika, da hinten hat man schon mal ein paar Trophäus in der Spezialecke. Hier haben wir jetzt nochmal Frontosa, Leloibe, Demasoni, Aulonocara, Placidogromis, Labidogromis Yellow, die wir ja alle kennen. Dann haben wir Scalare in einer überraschend guten, fitten Qualität, wie ich finde. Die Flossen sind schön, die sind vital, also wenn man hingeht, kommen sofort alle. Also das finde ich echt toll, haben sie wirklich schöne Tiere. Dann haben wir noch mal so ein bisschen im Buna-Mix, Albino Sokoloffi und so weiter. Da ist ein bisschen was geboten. Dann haben wir hier noch mal das Südamerika-Eck. Da haben wir Geophagus und die Acherichthys heckeli in Natur und Albino. Ich habe auch mal gefragt, so spaßeshalber, was heißt die Beschriftung, die Bezeichnung Albino Rotlippen, sagen wir mal Barsch oder so ähnlich. Wahrscheinlich geben sie noch den wissenschaftlichen Namen an. Aber echt, man sieht es mit den roten Lippen, echt schön, ja. Ja, dann haben wir auf der Seite eher den Anfängerblock. Das haben sie so ein bisschen zusammengesetzt, damit sie es auch leichter haben beim Beraten. Also generell kommen die Kunden in Taiwan eher ins Geschäft ohne fixe Idee, was sie haben wollen. Sie wollen halt Fische haben und der Archie und die Joanne müssen dann praktisch beraten, wie bei uns auch im Handel, was ist gut, was kann man gut halten. Zum Beispiel die Guppies oder die Salmler sind einfach zu halten oder die Oranda. Und sie achten darauf, den Kunden am Anfang Fische zu empfehlen, die eher temperaturtolerant sind und wenig Probleme mit den Wasserwerten haben. Und zwar ist hier so, gerade jetzt in der Trockenzeit, dass die Temperaturen nachts eher niedrig sind und tagsüber eher sehr hoch sind. Das heißt, die Fische müssen Temperaturschwankungen von 10 Grad vielleicht am Tag mitmachen. Und das macht halt nicht jeder Fisch mit. Also sprich, man muss halt gucken, dass man den Anfängern Fische in die Hand gibt, die halt mit diesen Bedingungen gut zurechtkommen. Ja, dann haben wir hier die Guppies, einmal als diese Reticulata Poecilia, die Zuchtform sozusagen. Dann haben wir die Wingai-Varianten als Nachzuchten. Was mir aufgefallen ist, bei den Wingai nur Männchen, also da habe ich keine Weibchen gesehen, auch nicht als Mix. Dann haben wir Zwergkugelfische und in der unteren Reihe sind die kompletten Anfängerfische, also lebendgebärende Guppies, Mollys, Schwertträger, Saugschmerlen. Sagen wir mal in Anführungsstrichen ganz anspruchslose Fische. Dann haben wir die hier sehr beliebten Glowfische. Da sind halt diese Trauermantelsammler, also auch wenn es keiner hören will. Aber dann kann die Leute, die nicht viel Ahnung haben, verstehen, die Tiere sind
saubunt. Also wenn ihr davor steht, die Farbe springt euch an. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber man kann die Leute, die nicht wissen, was genau es mit den Fischen auf sich hat, verstehen, dass sie die kaufen, weil sie einfach wahnsinnig bunt sind. Und worauf gehen die meisten Leute? Gar nicht darauf, was für Ansprüche an die Tiere, sondern sie sind farbig, sie sind bunt, sie machen Spaß. Skalare und dann haben wir hier noch ein paar Messerfische und ja, auch für sie Anfängerfische. Wundert mich jetzt auch ein bisschen, so ein Messerfisch ist ja schon eigentlich eher was Spezielles. Aber okay, vielleicht, hier gibt es ja viel Lebenfutter und sowas, ist das halt nochmal ein Bereich, den die ganz gut pflegen können. Ja, dann würde ich mal an Sascha übergeben und würde sagen... So, Freunde, ich würde sagen, hier sind wir durch unten. Jetzt gehen wir mal hoch und gucken uns ja, den Zuchtraum von dem Laden hier an, den Garnelenzuchtraum. Ich bin mal sehr gespannt. Also, dranbleiben. So, jetzt sind wir oben im 6. Stock, wie man da sieht. Andreas hat gerade das Briefing bekommen und genau. Wir schauen uns jetzt mal hier den Zuchtraum an, der hier oben ist. Alles komplett isoliert und klimatisiert. Jetzt wird es sehr angenehm, da wir es relativ warm haben. Nach dem harten Aufstieg habe ich das auch wieder nötig. Bergsteigen, ja. Und ja, hier haben wir komplett Klimaanlagen in dem Raum. Die Temperatur vom Wasser wird auf 24 bis 25 Grad sehr exakt gehalten. Jedes Becken hat sein eigenes Netz, jedes Becken hat seinen eigenen Filter, jedes Becken hat seinen eigenen Ablauf. Wenn du jetzt hier guckst, Sascha, da ist ein Plastiksieb als Vorlage, drin ist ein Filterschaumstoff. Und wenn du dann unten guckst, dann ist hier ein Ablaufhahn, dann dreht er den Ablaufhahn auf, lässt das Becken ab. Und jedes Becken hat dann so einen Schwimmer, wie man ihn aus der Toilette zum Beispiel kennt, und füllt dann anschließend den Wasserstand wieder auf die gewünschte Höhe auf. Da haben wir zum Beispiel hier oben, oder heißt zum Beispiel, da haben wir hier oben die Vorratsbecken, die werden mit Osmosewasser befüllt und werden eine Woche vor dem Wasserwechsel laufen gelassen, sodass das Wasser schon, sagen wir mal, ein Stück weit eingelaufen und vorbereitet ist für die Garnelen. In den Becken sind diese Doppelschwammfilter und oben sind die mit dem schweren Fuß und dem feinen Filterschaumstoff. Ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja. Standschwammfilter oder so. Standschwammfilter. Ja, genau. Ja, auch hier wieder alles mit Säul bei den Garnelen. Das ist wirklich bei denen anscheinend Philosophie, hatten sie ja unten auch. Dann haben wir hier insgesamt 150 Aquarien, in denen fast ausschließlich Zuchtformen von den Crystal Red Garnelen gezüchtet werden. Also Crystal Red, Crystal Black, Pintos und so weiter und so fort, ist alles dabei. Dann haben wir noch die goldenen Tigergarnelen, die habe ich hier gesehen. Ah ja. Und auch mehrere Becken insgesamt. Ja, dann haben wir hier den Packbereich. Hier in diesen Fächern ist das Futter drin, damit keine Insekten reinkommen. Dann haben wir hier nochmal, das ist ein Rehfutter. Also bei uns kennt man das ja, dass manche Garnelenzüchter so Hasenpellets verfüttern.
Und hier wird ein Rehpellet verfüttert. Und wenn ihr hier mal genau hinguckt. Sicher, dass es ein Rehpellet ist und nicht, dass das aus Reh ist, so wie es mit dem Aal. Ja. Aalfutter. Aalfutter. Oder Aalfutter. Ja, genau. Ich habe gedacht, es wäre Aalfutter, ja. Aber es war Aalfutter. Ja. Oder wie wir gestern beim Essen hatten, mit dem Affengeschmack, ja, obwohl es Apfelgeschmack war. Apfelgeschmack war, ja. Das ist alles kompliziert, ja. Ich hatte gedacht, das wären so Muschelschalen oder Schneckenschalen oder sowas, aber es ist von diesem Rehfutter praktisch die Teile der Bestandteile, und zwar ist der Bestandteil hauptsächlich aus Bohnen, und das sind sozusagen die Bohnenschalen, und die Tiere können zwar das Bohnenmehl fressen, aber nicht die Schale fressen, und somit bleiben immer diese Schalen übrig, und die muss man halt dann rausholen, aber jetzt hat er gerade gefüttert extra, damit wir die Tiere gut sehen. Hier sieht man es auch nochmal, hier ist alles voll mit diesen Schalenteilen. Und wie gesagt, das kommt von diesem Boden. Okay. Und er füttert das und er füttert, also hat uns das vorhin gezeigt, er hat verschiedene Sorten davon. Das war was anderes, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, was das war. Aber das war hier nochmal das Rehfutter von Nahen. Also ich habe es probiert, es sind wirklich nur diese Bohnen. Also es schmeckt halt einfach nach Bohnenmehl. Also es hat keinen großen Geschmack eigentlich in dem Sinne. Nicht nach Hirsch. Nicht nach Hirsch. Also. Alles gut. Ja, hier könnt ihr noch mal gucken. Becken ohne Ende, Regale übereinander mit 6 Becken. Nee, Entschuldigung, 5 Becken, überall 5 Becken. Und ja, die machen sich hier wirklich einen Wahnsinnsaufwand. Ich habe mal gefragt, also sie arbeiten jeden Tag, 7 Tage die Woche, 10 Stunden und pflegen hier und fangen hier. Die Tiere sind übrigens, die wir jetzt hier sehen in dem Raum, nur und ausschließlich für den Export. Die werden in Taiwan praktisch nicht gehalten, weil man dann immer eine Kühlanlage bräuchte am Aquarium und das den Aufwand die meisten Kunden halt scheuen. Die wollen das nicht unbedingt. Oder man müsste das Becken halt im klimatisierten Raum haben, der laufend klimatisiert ist, weil wie gesagt, über 25 Grad fühlen die sich nicht mehr wohl. Wir haben ja hier schon, wie viel Grad haben wir jetzt hier? 30. Schon 28 ja. Bis 30 genau. Grad um 11 Uhr, ja. Ja, also ich hätte auch gesagt, 30 sind es wahrscheinlich schon. Also es ist echt warm, ja. Ja, gut. Viel mehr fällt mir jetzt hier zu nett ein. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Bilder und sehen uns dann im dritten Stockwerk wieder. Da geht es noch weiter. Da geht es noch weiter. Okay. Achso, vielleicht witzig. Er sagt, hier oben wäre die Low Quality, also die schlechte Qualität. Ich bin mal gespannt, was dann die High Quality ist. Okay, also schlechte Qualität kann ich jetzt eigentlich nicht bestätigen. Ja. Die High Qualität ist besser als bei uns. Genau, ich denke, er meint jetzt nicht wirklich schlechte Qualität, aber die einfacheren Sorten sozusagen und die aufwendigeren Sorten sind wahrscheinlich unten. Aber schauen wir mal. Gut, auf geht's. Dann gehen wir runter. So, jetzt sind wir im nächsten Zuchtraum. Das ist übrigens hier ein Wohnhaus, gell? Oder? Ja, genau. Also unten das Geschäft, dann in der ersten Etage, nicht in der dritten Etage, die erste Anlage, die wir uns jetzt befinden, und dann oben in der vierten oder sechsten dann nochmal der große Raum, den ihr gesehen habt, mit den 150 Becken. Ja, hier haben wir, so wie er sagt, halt die hochqualitativen Geschichten. Das sind Blue Bolt. Nee, das ist nicht Blue Bolt. Da sind auch schon doch, ein paar Blue Bolts sind schon drin. Okay. Moment, das fokussiert hier nicht. Ein paar Blue Bolts sind drin, aber nicht viele. Ihr kennt euch da besser aus. Schreibt es mal in die Kommentare, was es ist. Genau, dann haben wir hier Galaxy Fishbone zum Beispiel. Ich glaube, der nächste Block dasselbe. Oder die nächsten Blöcke wahrscheinlich sogar dasselbe. Geht's dann weiter. Ja, wie viele Becken haben wir denn hier? 50, wenn es reicht. Ja. Und auch wieder alles klimatisiert. Okay, das sind aber die, was jetzt hier bleiben, also was hier in Taiwan genau, verkauft, auch oder? Nur für den Export Ach, gezüchtet nur den Export. Werden. Ja, nur Export. Okay. Ja. Weil wie dasselbe wie oben, ist ja auch dieselbe Art. Da geht es einfach mit Temperatur, ist zu warm wieder im Normalfall. Ja, dann haben wir hier Fancy Tiger, also einfach schöne Tigergarnelen. Wäre jetzt die Übersetzung. Dann haben wir hier King Kong Yellow. Yellow King Kong. Hier oben auch wieder dasselbe Prinzip mit den Wassertanks, ne? Genau. Wasser vorbereiten, abstehen lassen, einlaufen lassen und dann in die Becken einfüllen. Hier hat er jetzt keine Automatik zum Auffüllen, also aber an jedem Becken einen Hahn dran. Okay, also manueller Wasserwechsel. Ja. Kein automatischer. Ja, cool. Die ganzen Arten einzeln brauchen wir euch jetzt nicht zu zeigen. Genau, kennt ihr ja wahrscheinlich, ansonsten fragt nach. Genau.
Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, wir fahren jetzt zum nächsten Termin. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Und tschüss.